Ja, Peter Kurzweg, Halle schießt nicht einmal aufs Tor und gewinnt 2-1. Kann man das so unglaublich, aber wahr zusammenfassen? Ja, das ist erst Münster so ein richtiges Dreckstor, dann Spiel in der ersten Halbzeit absolut im Griff, kriegen sie auch wieder so ein Geschenk von uns. Ja, gefühlt ein Torschuss oder zwei vielleicht, wo Leon, wo es nicht mal klar war, dass es gescheite Chancen sind. Kriegst zwei Tore und wir belohnen uns einfach nicht für die Leistung. Wir spielen guten Fußball, wir machen Druck, wir haben unsere Chancen, wir machen das Ding nicht rein, das ist halt schade. Ja, müssen wir wieder weiter dran arbeiten, können es jetzt nicht ändern. Wie gesagt, die Chancen haben wir, das ist das Gute. Wenn wir sie noch machen, dann gewinnen wir hier. Wie gesagt, mir tut es richtig leid für die Mannschaft heute, weil wir heute, glaube ich, ein gutes Spiel wieder gemacht haben, auch wie gegen Münster. Und ja, am Ende steht dann 0 Punkte da. Ja, aber auf der Leistung lässt sich aufbauen. Wie gesagt, wir dürfen jetzt den Kopf nicht ins Sand stecken. Wir müssen ihn jetzt rausholen und dann, ja, nächste Woche geht es wieder weiter. Aber warum klappt es denn nicht, dass ihr die Dinger vorne macht? Das Tor war dann auch ein Elfmeter, also aus dem Spiel raus war der Ball dann auch nicht wieder drin. Warum? Ja, weil wir sie nicht machen. Ja, wie gesagt, ich keine Ahnung. Jeder von uns kann Tore schießen, jeder von uns will Tore schießen. Wir müssen uns alle an die Nase packen. Ja, dass wir da konzentriert im Abschluss sind, dass wir die Dinger aufs Tor bringen, weil dann, ja, solange wir das Ding aufs Tor bringen, wird abgefälscht, keine Ahnung was, geht irgendwie rein, das ist immer möglich. Müssen halt schauen, dass wir auch die Tore, also dass wir das Tor auf jeden Fall schon mal treffen, sondern muss dann auch erstmal halten. Ja, wie gesagt, warum man nicht reingeht, keine Ahnung, ist nicht drin. Aber ja, wie gesagt, da müssen wir halt schon. Das Gute ist, wie gesagt, wir spielen guten Fußball, meiner Meinung nach. Wir kriegen die zweiten Bälle, wir spielen dann auch, ja, teilweise auch gute Seitenverlagerungen und ja, gute Angriffe, aber kommt zu Chancen. Wie gesagt, wenn wir die Dinger machen, dann gewinnen wir. Und so ist es halt wieder absolut bitter. Vor allem zwei Tore nochmal solche, keine Ahnung, was für Dinger. Da rutscht der Baumi, glaube ich, über den Kopf, oder? Und dann ist er nicht im Abseits. Deswegen ist es echt, keine Ahnung, ein bisschen Dreck am Stecken. Aber wie gesagt, da können wir uns nur selber rausholen. Und ja, müssen wir noch ein Schippchen mehr machen, nochmal mehr fokussieren im Training und dann ja, alles rausholen jetzt nächste Woche. Das Münsterspiel schon angesprochen, was man ja auch nie im Leben hätte verlieren müssen, geschweige denn dürfen. Ist sowas, was euch irgendwann dann im Spiel auch mal durch den Kopf geht, nach so 60, 70 Minuten, wenn, wie gesagt, von dir schon beschrieben, ihr anrennt und euch Chancen versucht zu kreieren und das Bällchen da nicht reingeht? Nee, würde ich nicht sagen. Also wir haben das abgehakt, haben es analysiert, wir denken da nicht dran, die ganze Mannschaft denkt da nicht dran. Wie gesagt, ist ja nicht so, wenn wir da jetzt verängstigt Fußball spielen, keine Ahnung, bei uns, mir kommt es ja vor, als würde schon jeder einen Ball haben wollen, als wollten wir gerne Fußball spielen wollen, so, wir lassen uns das einfallen. Ja, das ist, glaube ich, nicht drin. Wie gesagt, das ist, keine Ahnung, wenn man es nennen kann, eine Phase, keine Ahnung, aber geht halt jetzt gerade nicht rein. Ja, machst gegen Rostock 4 Stück, jetzt machst halt mal gar keine Dinger, sage ich mal, aus 400-prozentigen Chancen. Ja, das Ding ist ja, wie gesagt, wir haben ja 1-gegen-1-Situation, wir haben 1-gegen-1 gegen Torhüter, wir haben gute Chancen, gute Schüsse und ja, weiter konzentriert arbeiten, wir müssen das Glück halt erzwingen dann. Ja, Dennis, gerade für dich war es natürlich gegen den Ex-Club ein besonderes Spiel, am Ende eins dann zum Vergessen leider. Ja, was heißt vergessen? Ich denke, über das, was wir uns vorhin schon unterhalten haben, dass wir im Moment die Tore nicht machen, genau das hat uns heute auch wieder gefehlt. Ich denke, wir haben trotzdem ein ordentliches Spiel abgeliefert, gerade erste Halbzeit, unmenschlich viele Chancen, auf Deutsch gesagt, rausgearbeitet, aber einfach das Ding nicht gemacht. Also wenn du hier zur Halbzeit 3-4-1 führst, darf sich Halle nicht beschweren und so verlierst du das Ding halt. Ist das so eine Phase im Moment, dass ihr einfach die Chancen da nicht reinmacht oder liegt das irgendwo ein bisschen anders noch im Kopf oder ich weiß nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich denke, da müssen wir uns alle in die Pflicht nehmen. Also nicht nur die Stürmer, sondern von, gut, Torwart jetzt mal ausgeschlossen, aber von Innenverteidiger bis Stürmer alle dann arbeiten, um vielleicht diesen kleinen Bock, der es jetzt ist, umzustoßen und dann wieder in einen positiven Lauf reinzukommen, weil an unserer Spielweise liegt nicht, sondern einfach nur an der Verwertung der Chancen. In Münster habt ihr schon ordentlich gespielt, du hast es angedeutet und am Ende nichts in der Hand gehabt. Heute Halle schießt ja nicht einmal aufs Tor im Prinzip und macht trotzdem 2 Tore. Ja, gut, das erste Tor oder das erste Gegentor war ein Abstimmungsfehler, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es genau passiert ist, wie da gesprochen wurde. Und das zweite bereiten wir auch vor, da verlängert auch der eigene Mann. Und ja, der Fett schlacht sich halt zweimal, auf Deutsch gesagt, kaputt und legt die Dinger über die Linie. Es ist sehr, sehr ärgerlich und das müssen wir wieder aufarbeiten, wie letzte Woche auch. Dieselbe Leier und dann nächste Woche die Chancen besser nutzen.